Habt ihr Lust auf ein Feng Shui-Update für euer Wohnzimmer? Ich bin Christina, Fotografin und Interior-Designerin und ich zeige euch heute mit 3 Tipps, wie ihr dieses Harmonie-Upgrade in euer Zuhause bekommt. Seid gespannt! Ich persönlich finde die Idee von Feng Shui super spannend und sehr faszinierend. Es ist eine natürliche Philosophie aus China, die auf die Harmonie und den Einklang zwischen Mensch und Umwelt baut. Ihr könnt natürlich Feng Shui in einem bereits eingerichteten Raum anwenden, aber der Stil eignet sich perfekt für einen Neuanfang. Und da ich ja erst kürzlich umgezogen bin, habe ich auch bei mir im Wohnzimmer ein bisschen Feng Shui einfließen lassen. Habt ihr euch schon mal mit der Lehre von Feng Shui beschäftigt? Was ist euer Lieblingstipp? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare. Im ersten Schritt geht es um die Wahl des Teppichs. Der muss auf die Raumgröße abgestimmt werden. Ich habe mich hier für den Teppich Reatino entschieden, der 100% biologisch abbaubar ist und handgearbeitet. Wenn euer Raum das zu Hause zulässt, könnt ihr auch einen zweiten Teppich dazu integrieren, zum Beispiel den Teppich Drops, und habt da auch wieder so einen kleinen Kontrast. Der Teppich Reatino ist nämlich mit geraden Kanten und der Struktur die eine Seite von Yin und Yang und der Teppich Drops mit eher seinen weichen, geschwungenen Formen die andere Seite von Yin und Yang. Passend zur Harmonie und Philosophie von Feng Shui ist auch der Natural Elegance Stil, der nämlich wieder ganz viel Natürlichkeit und Stimmigkeit mitbringt. Ich liebe die Kombination aus unterschiedlich geformten Teppichen ja total. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr zu Hause eure Teppiche kombiniert. In meinem zweiten Schritt habe ich mich den Wohntextilien gewidmet. Im Feng Shui ist es nämlich besonders wichtig, natürliche und haptische Materialien zu verwenden. Deswegen habe ich diese beiden Decken hier integriert. Zum einen die Decke Tampere, die so eine schöne, samtige Fließoberfläche hat und mit der Optik ein bisschen wirkt wie das Element Wasser, was im Feng Shui für den Fluss der Energien steht. Und zum anderen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, einen meiner absoluten Favoriten, die Decke Fluffy, die super flauschig und gemütlich ist und quasi die weiche Seite von Yin und Yang widerspiegelt. Und hierzu passen auch perfekt die Kissen Manila. Die hellen Creme- und Beige-Töne sorgen wieder für Ruhe und Harmonie und das wirkt in eurem Raum dann auch heiter und lebensfroh. Achtet darauf, bei der Anordnung der Textilien den Raum nicht zu sehr zu überladen und spielt auch ruhig ein bisschen mit Symmetrie. Ich habe bei mir zu Hause 3 Regeln des Feng Shui angewendet. Und zwar einmal, dass man nie frontal zu einem Fenster sitzt, dass man eine Tür nie im Rücken haben soll und wenn möglich immer mit dem Rücken zur Wand sitzt. Und momentan warte ich gerade noch sehnlichst auf ein Sofa. Ich möchte es aber im Wohnzimmer natürlich trotzdem maximal gemütlich haben. Und deswegen habe ich zentriert 2 Puffs angeordnet als Couchtisch und darum ganz viele Kissen als kleine Sofalandschaft zur Überbrückung, bis die Couch dann da ist. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr es auch gerne so kuschelig und warm habt wie ich. Kommen wir nun zum dritten Schritt, der den Stil heute perfekt abrundet, nämlich die Deko. Im Feng Shui ist es besonders wichtig, dass man sich mit Dingen umgibt, die man liebt und die einem ein gutes Gefühl vermitteln, man trotzdem aber noch dezent bleibt, damit der Raum nicht überladen und die Energie nicht geblockt wird. Als Ergänzung zum Tageslicht könnt ihr zum Beispiel auch Tischlampen verwenden und ich habe zusätzlich noch organische Holzobjekte verwendet und Kerzen hinzugefügt. Im Feng Shui sind Pflanzen auch besonders wichtig und ich habe hier auf Bambus und Aloe Vera zurückgegriffen, die auch wieder die Lebendigkeit hier in den Raum bringen. Fühlt ihr euch auch viel entspannter und innerlich aufgeräumt? Ich auf jeden Fall. Alle verwendeten Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal mit ganz viel Freude und Harmonie. Bis dann. Tschüss.